Jetzt weiter nach Paris, nach dem historischen Klimaabkommen in Paris, wo es gelungen ist, 195 Staaten und die UN sich auf gemeinsame Ziele zu verständigen. Ziele, die in der Form nicht erwartet worden sind, nämlich unter 2 Grad zu bleiben, möglichst sogar 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Wir werden uns da austauschen mit Herrn Schellenhuber, den Vorsitzenden des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Denn wir sehen zwar, dass die Bundesregierung eine positive Rolle gespielt hat bei den Verhandlungen in Paris, aber entscheidend ist, was beim Klimaschutz dann vor Ort passiert, nämlich internationale Verträge sind wichtig und bedeutsam und sie dienen auch dazu, dass Klimaschutz international verbindlich stattfindet, aber umgesetzt werden muss er in Deutschland. Und in Deutschland haben wir das Problem, dass wir da leider bei den Zielen ganz weit entfernt sind. Wir haben das Problem, dass wir sowohl die eigenen gesetzten Ziele reißen, als auch die Ziele reißen, die de facto in Paris vereinbart worden sind. Und da brauchen wir jetzt den schnellen Ausstieg aus der Kohle in den nächsten Jahren. Wir brauchen auch den schnellen Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor. Wir brauchen einen anderen Umgang mit der Wärmedämmung. Wir brauchen einen Einstieg in die faire Wärmedämmung und wir brauchen einen dringenden Ausstieg aus der Massentierhaltung und einen Einstieg in die grüne Landwirtschaft. Das sind die 4 Maßnahmen, die jetzt umzusetzen sind, damit dieses historische Abkommen auch in Deutschland mit Leben erfüllt wird. Mit Mut, mit Herz, mit Weitblick, das ist das, womit wir in dieses Jahr starten werden als grüne Bundestagsfraktion. Wir werden uns auf dieser Klausur natürlich mit dem Thema Flucht und Integration beschäftigen, das Megathema auch am Beginn dieses Jahres. Es wird das Jahr der Integration. Es wird in diesem Jahr darauf ankommen, dass wir es schaffen, nicht alte Fehler zu wiederholen, sondern tatsächlich mit Integrationskonzepten aufwarten. Anders als Herr Seehofer, Herr Scheuer und die CSU, die sich mit einem populistischen Vorschlag an den anderen gereiht äußern in diesen Tagen, die mehr Abschottung wollen und die Menschen gegen die Flüchtlinge aufbringen wollen, sagen wir, Integration kann gelingen, das ist gut für unser Land und wir machen sehr konkrete Vorschläge dazu. Ein Migrations- und Integrationsministerium auf Bundesebene, Integrationscenter auf der kommunalen Ebene, wo gebündelt wird, was es an Kompetenzen und was es an Geldnotwendigkeiten gibt, wo Menschen hingehen können und nicht von einem Ort zum anderen laufen müssen, um sich ihre Leistungen abzuholen und vor allem, wo erkannt wird, welche Notwendigkeiten zur Integration braucht es auf der einen Seite und welche Möglichkeiten bringen die Flüchtlinge auch mit, die zu uns kommen, um uns zu bereichern. Deswegen legen wir einen Integrationsplan vor auf dieser Klausur, werden darüber diskutieren, werden den auch beschließen und erwarten selbiges. Natürlich auch endlich von der Bundesregierung. Die Zuversicht der Kanzlerin allein reicht nicht, sondern jetzt muss ein Plan zur Integration her und der muss verbindlich sein und der muss umgesetzt werden. In diesen Tagen kommen wir nicht umhin, auch nach Köln zu schauen und zu der Situation dort. Für uns ganz klar, es muss dort alle Härte des Rechtsstaates greifen. Die Täter müssen ermittelt werden und müssen entsprechend bestraft werden. Da ist die Polizei in Köln in der Pflicht. Sie ist in der Pflicht auch dafür zu sorgen, dass jetzt sehr schnell ermittelt wird, damit Frauen wieder sicher auf der Straße sein können. Das ist ja nicht nur in Köln eine Situation, sondern auch anderswo. Und wir erwarten, dass die Polizei, die ja in Köln auch mehrfach eine falsche Einschätzung der Lage hatte und ganz offensichtlich ja auch am Silvestertag, dass sie jetzt ihre Arbeit deutlich korrigiert und hier schnell zur Aufklärung beiträgt. Wir haben das Thema aufgesetzt im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, weil wir auch finden, das ist nicht nur ein lokales Problem. Ich bin sehr froh, dass Henriette Reker auch sehr schnell gesagt hat, hier brauchen wir auch von der Stadtpolitik aus eine Krisensitzung und sich dieses Themas auch persönlich angenommen hat.